Wer schön sitzt, hat es geschafft. Denn Stühle stehen für Status und oft auch für Macht. Schon sehr früh war klar, Macht sitzt. Der erste richtige Stuhl mit Sitz, Beinen und Lehnen war ein Thron. Nur Pharaonen wie Tutanchamun nahmen darauf Platz und schauten aufs Volk herab. Das blieb lange so. Kirchenoberhäupter und Herrscher saßen auf bequemen Stühlen. Der Pöbel blieb auf simplen Schemeln hocken. Und auch heute noch gilt, wer royal sitzt, steht über allem. Die Nummer 14 war der erste richtige Stuhl, auf dem jedermann Platz nahm. Dahinter stand der Tischler Michael Zornett. Sein simpler Holzstuhl wurde im 19. Jahrhundert zum ersten Kassenschlager. Sein leichtes und flexibles Möbel rückte Menschen aus unterschiedlichen Schichten zusammen. Ein Möbel, das für Gleichstellung stand. Was früher Holz war, ist heute Plastik. Denn keiner stapelt sich so hoch wie er. Der Monoblock, der ursprünglich auf einem teuren Designerstück basiert, ist preisgünstig, praktisch, einfach produzierbar. Der Stuhl ist verlässlich, aber auch, nun ja, hässlich. Trotzdem ist er das wohl am meisten verbreitete Möbel der Welt. Doch egal, wer auf ihm hockt, er glänzt nicht. Auch er ist aus Plastik, trägt aber das Prädikat schick. Der Plastic Chair vom Designerduo Eames hatte mehrere Ziele. Er sollte ästhetisch, leicht produzierbar und erschwinglich sein. Der Stuhl, der 1948 im Museum of Modern Art an einem Designerwettbewerb für günstige Möbel präsentiert wurde, sollte eine Sitzgelegenheit für alle werden. Der erste seriell produzierte Kunststoffstuhl der Möbelgeschichte ist heute kein Billigmöbel, sondern ein Stuhlklassiker, der vor allem in schicken Mittelstandsstuben für schlichten Status steht. Stühle sind also mehr als eine Sitzgelegenheit. Sie tragen auch eine Botschaft. Na, wo sitzen Sie gerade?